Back from the dead. Wir sind hier in diesem gruseligen Korridor. Wir kommen gerade aus der Tür hier raus und gehen weiter nach rechts, ja? Mal schauen, wo wir hin müssen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie alles funktioniert. Mal gucken hier. Genau, okay. Wie konnte man nochmal so gegen das? Wie konnte man nochmal die andere... Ah, okay, alles klar. Oh, hier sind Ratten drin. Weg dran. Können wir irgendwas machen? Nee. Komm her, du Ratte. Oh, hier kann man was öffnen. Oh. Oh, eine goldene Ratte! Was? Eine goldene Ratte, die hat Coins rausgeschmissen. Ach so, ich dachte, die wäre jetzt irgendwie schwieriger. Nee, die hat einfach nur Coins rausgeschmissen. Nice. Ich hab's gerade gesehen. Ist abgeschlossen. Oh mein Gott, Mia, was ist das? Ein versteckter Kleiderschrankweg. Ehrlich? Oh mein Gott, da geht's bestimmt in die Hölle. Soll ich mal kurz Start drücken? Das Giveaway-System ist verbuggt. Wieso? Was ist denn da los? Wieso ist das Giveaway-System verbuggt? Ja, aber angeblich habe ich 6 Tickets. Ja, ja, du bekommst, das ist irgendwie so Standard, du bekommst 5 Stück, solange du Abonnent bist. Du kaufst eins, bist Abonnent und dann bekommst du nochmal 5 Stück geschenkt. Der Guntex ist wieder da, der Ehrenmann von gestern. Willkommen im Stream. So, Mia, gehen wir da rein? Ja, wir gehen rein, oder? Mm-mm. Nein? Okay. Sollen wir hier stehen bleiben einfach? Ja. Dein Kleiderschrank ist eine Spinne hinter. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab die jetzt erst gesehen. Über mir. Oh. Wie? Oh mein Gott, Mia, ich hab die nicht gesehen. Oh mein Gott, du hast über dir gesagt, ich hab Foto geguckt, sind 3 Stück, oder? Oh ja. Oh, ich würde da nicht reingehen. Man kann doch locker hier gleich Coins sammeln. Lass mal die ganzen Spinnen hier einsammeln. Kommt schon, ihr Spinnen, let's go. Komm schon. Hör, kann ich das ja nicht wegmachen? Doch. Schön. So, und jetzt können wir nämlich wahrscheinlich... Ja, Mr. Igitt ist ja okay. Nicht aufregen. Der hat einfach keine Augen, das ist hier schlimm. Der hat einfach keine Augen, Mr. Igitt, ne? Ja. Oh, hier können wir noch rein. Hallo? Ach Gott. Ich habe immer Angst, dass da irgendjemand ist. Können wir sonst noch was machen? Ich frage mich immer, was das auf sich hat mit dem Wasser. Oh, außer dass da Coins rauskommen. Frage ich mich immer, was das auf sich hat mit der Toilette und mit dem... Oh ne, da kommt eine Ratte aus der Toilette. Oh mein Gott. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Nee. Okay. Oh, warte. Nee, okay, da links gab es keinen Raum. Okay. Okay, weiter geht's. Okay, da bin ich drauf. Stimmt, hier waren wir vorhin. Oh, einen Moment mal ganz kurz. Nö. Oh, Entschuldigung, ich muss einmal niesen. Ich wollte nicht, dass das unbedingt... So. Hier haben wir schon durchgeguckt, genau. Hier ist noch eine Tür. Oh mein Gott, was hier los? Absolutes Durcheinander. Oh, wie nice, dass man jetzt so Sachen ziehen kann.
Oh, das ist ein Geist. Ich töte ihn. Bin dabei. Zack, ich schleudere einen rum. Okay, hab ihn. Oh, yes. Und direkt danach hat er wieder Angst. So geil. Geld. Okay, sonst kann man hier nichts machen, glaube ich. Schön. Gesundheit. Oh, danke euch. Dankeschön. Oh, ich habe Herzen gefunden. Cool. Ach, kommt da eine Hand aus der Toilette. Wirklich? Ja. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Luftballons. Oh, hier kann man irgendwas machen. Nix. Ich frage mich, was immer dieser Rauch ist. Hier kann man was machen. Einfach mal alles saugen. Irgendwie komme ich mir so vor, als wenn ich so der Aufräummensch hier bin. So, Chance. Hier ist ein Geheimgang. Hier hinter ist ein Gang. Ne, warte, hier. Ach, hier kommen wir sogar rein. Achso, das heißt einfach nur, dass wir die Räume noch nicht betreten haben. Okay, was haben wir denn hier alles Schönes? Guck mal an. Ah, oh, ich feiere das Spiel. Oh mein Gott, Fledermäuse. Sind das Gegner? Oh mein Gott, ich konnte die ein... Oh, ich habe mich übelst erschrocken gerade. Ich dachte, was wollen die von mir? Oh, wie kann man denn jetzt hier rein? Was kann man denn jetzt hier machen? Oh, das würde ich gerne wissen, ob man da in irgendeiner Weise rein kann. Oh. Oh, guck mal an. Der wackelt. Der Schrank. Komm schon, Schrank, voll um. Jawohl, let's go. Coins gefunden. Oh, wie viele Coins hier sind. Ich frage mich am Ende, was man mit den Coins machen kann, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du dir irgendwas kaufen im Shop. Gibt's bestimmt, Shop? Ne? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man dann so Upgrades kaufen oder sowas. Ja, kann gut sein. Lass mal die Vorhänge hier aufsaugen. Zack. Dann fällt nämlich Geld von oben. Mach ich bei mir zu Hause demnächst auch. Da steckt doch extra Geld oder was? Ja, ja. Saugst du so deine Vorhänge, fällt Geld runter. So, gehen wir mal hier rein. Oh mein Gott, was für ein unaufgeräumtes Bad. Oh mein Gott, da ist eine Spinne drin. Meine erste Reaktion, direkt mal den Sauger anschmeißen. Warte, verrät uns das irgendwie? Hier scheint was zu sein. Nee. Müssen wir das ganze Gold hier einsammeln? Oh, ein Geheimgang. Hä? Ach, Mr. Igitt, nervt doch nicht so viel. Ich muss ganz langsam reingehen. Alles aufsaugen hier. Oh, da hinten ist wieder ein Kristall, schau mal. Oh ja, ich sehe ihn. Stimmt. Nice. Wie viel haben wir da schon auf der Etage? Oh, weiß nicht. Ich glaube, das ist erst unser zweiter. Ja, ist erst der zweite. Ich weiß nicht, ob wir alle bekommen. Aber es soll ja auch kein 100% Gameplay werden. Oh, schau mal an. Hier können wir auch irgendwas machen, bestimmt. Ist irgendwas gebracht? Nee. Das auch nicht. Hm. Hier ist eine Stromleitung auf jeden Fall. Okay. Oh, was ist denn hier? Noch mehr Gold. Okay, okay. Lass mich doch vorbei hier, Tisch. Kann man den hier? Nee. Da
hinten ist so ein Loch. Siehst du das auch mehr? Ah, das ist dann das hier, oder was? Warte. Meinst du eine Wand, oder? Das hier. Oh, kann man. Aber da komme ich doch her. Wieso kann ich da durchgucken? Macht doch gar keinen Sinn. Warte. Ging das? Ja, das ist, glaube ich, die Tür, ne? Mit dem X. Ah ja, das ist die Tür, okay. Ich dachte, das ist so ein Loch, wo ich durchgucken kann. Ich dachte schon, das macht ja gar keinen Sinn. Da komme ich ja eigentlich her. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Dieses kleine Loch da in der Wand, dachte, ne? Ja, ja, und ich dachte, du meinst jetzt bei der Spüle. Nee. Der Pömpel, Daniel. Oh, was meint ihr mit dem Pömpel? An dem Glas hier? Es geht nicht. Ich kann das hier wegmachen, glaube ich. Gucken. Oh, shit, was haben wir hier? Noch mehr Gold. Falls ihr das meintet, danke euch dafür. Oh, guck mal, da ist jetzt ein Weg frei. Wo ist ein Weg frei? Ja, da war ich ja drin. Nee, nicht an der Tür geradeaus. Was ist das? Wo? Wie links war der Tisch, wenn du von der Tür aus? Ja, klar, den hab ich, da war ich doch schon drin. Da habe ich doch den Dings herbekommen. Ah, oh, okay. Ah, hier der Pömpel meint ihr. Ach, ja, krass. Ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Nice. Und jetzt haben wir Strom hier, Mia. Bringt das nur Geld oder macht es noch irgendwas anderes hier? Okay, nice. Nice. Danke euch, Chat. So. Was können wir hier noch machen? Oh, immer auf die Spiegel auch achten. Da sind immer Sachen zu sehen, die wir sonst nicht sehen können. Staubsaugen wir einfach alles, was hier so rumliegt. Zack. Okay, da ist nichts zu sehen. Jetzt kommen wir in den Raum, wo wir hin müssen, glaube ich. Ja, das ist jetzt endlich der Raum, wo wir hin müssen. Von dem Professor Igitt. Ja. Oh, hier ist die. Nee, doch nicht. Das ist eine andere. Hä? Eine Quella de Ville. Heißt die nicht so? Oh, shit. Oh nein, wir müssen gegen die kämpfen. Bossfight. Die machst du platt. Sie hat die Kiste, sie hat den Koffer Und jetzt kommt sie nicht durch die Wand. Oh, sie kommt doch durch die Wand. Ich dachte schon, das ist ein Bossfight. Oh, dachte ich aber auch. Erstmal alles hier aufsaugen. Ui. Juhu, Geld. Wo die hier überall Geld versteckt haben, das ist so krass. Ja, oder? Du bist eigentlich aus der Luft. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Oh, der ist nur am Niesen. Was ist los mit dir? Ups, andere Richtung. No. Mr. Igitt ruft an. Hello. Hey Luigi, entschuldige die Frage, aber ich war gerade kurz nicht an meinem Platz. Hast du meinen Koffer? Was? Ein Geisterdienstmädchen ist damit abgehauen? Das ist ja wohl die Höhe. Eine absolut inakzeptable Situation. Steh nicht so untätig rum, nimm die Verfolgung auf. Ach nee, jetzt müssen wir echt hinter ihr her, oder was? Okay. Musst du bestimmt platt machen. Bestimmt, oder? Mhm. Willst du sonst den Koffer wieder bekommen? Kann man den Koffer hier öffnen? Nee, schade. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten rein. Hier hinten ist nämlich noch so ein Weg. Wo wir sind. Wie schön. Kann ich den pömpeln hier? Oh, dann kann ich den anderen bestimmt auch pömpeln. Den innen drin, ne? Können wir gleich einmal pömpeln innen drin.
Hier ist Wasser drin. Können wir das Wasser irgendwie benutzen? Ah, du meinst bei der Gießkanne? Ja, hier vielleicht. Kannst du die vielleicht mit dem Ding reinmachen? Ja, hat funktioniert. Hast du die Blumen gegossen? Oh mein Gott. Oh, ich bin stolz auf dich. Hä? Warte mal, kann ich jetzt... Warte mal, du hast die Blumen. Ich kann hier Blumen gießen. Wie warum nice hast ist du das? Mich da aufgesaugt? Ja, sorry, die sah nicht so freundlich aus. Die sah aus wie so eine fleischfressende Pflanze aus Mario. Sorry, in Geisterform. Unglaublich. Erst einen auf nett machen, gießen, dann doch wegmachen. Dann hier dran, nur Schrauben und Notizen. Den Vorhang hier auch wegmachen? Nee, aber das da kann ich wegmachen. Oder? Okay. Sonst gibt's ja nichts mehr, ne? Okay. Oh, da ist sie wieder. Oh nein, 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 nein. Was sind das denn für Dinger? Oh, nicht weglaufen, bleib hier. Nice, wir haben die. Oh, yeah. Okay. Dann komme ich den Geisterfratzen zum See. Aber, was mich wundert ist, wenn ich jetzt hier reingehe, sagt er, hier wäre noch was zu erledigen. Oder? Ach, hier waren wir noch einfach gar nicht. Ach, so ist das. Ich dachte, wir waren schon im Badezimmer. Ja, da waren wir doch schon. Hab ich auch gedacht. Hast du noch oh, es läuft Musik. Wie geil. So schön bassig. Was ist das? Die Frage ist, kann ich so Dinger hier aufpömpeln? Ich glaube nicht. Okay, das war's, glaube ich. Das ist eine Toilettenpapierrolle aus Geld. Ja, wer wünscht sich sowas nicht? Ich? Ich? So, jetzt müssen wir wieder runter zu dem Professor Igitt, ne? Mhm. Ich gehe aber erst nochmal hier gucken. Kann auch schon mal hier. Hier fällt einfach Geld raus. Schön. Herzen, nice. Falls wir im Kampf ein bisschen was verloren hätten. Okay. Dann wieder zurück, würde ich sagen. Auf zu Professor Igitt. Bringen wir ihn... Ach nee, gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Oh, guck mal hier. Ob die hier drin ist? Oh, da ist sie! Wie kann ich sie besiegen? Ich kann sie nicht besiegen. Oh, 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 sie nimmt mir Energie weg. Ich weiß nicht, wie ich sie besiegen kann. Hat dich mit dem Staub den. Okay, sie ist wieder abgehauen. Zucke, zucke, der Koffer, den sie verschluckt hat, ist robust. Oberfläche vielleicht mit dem Saugschuss. Okay, okay, Leute. Okay, okay. Ja, Chat sagt es auch gerade mit dem Pömpel. Okay. Das ist die wahrscheinlich hier, ne? Ja, da ist sie wieder. Komm her, komm her. Oh, sie hört wieder ab. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Komm,
Hast du sie besiegt? Nee, noch nicht. Hast du nur eins gemacht? Okay, hier ist sie nicht drin. Okay, dann ist die ein Raum weiter. Dann ist sie wahrscheinlich wieder eine Haustür weiter. Also, ein Raum. Oh, was ist denn der? Warum ruft er immer wieder an? Eine Kleinigkeit am Rande, die sich zu wissen lohnt, Luigi. Bei jedem Durchschreiten einer Tür wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Mit einer Einschränkung. Wenn du zu schnell zur nächsten Tür eilst, funktioniert das vielleicht nicht. 10 Sekunden sollten zwischen zwei Türen liegen. In der Geduld liegt die Kraft, sagt man zu Recht. Bleib schön fleißig, so wie du bist. So wie bisher. Okay. Okay, weiter. Also, immer 10 Sekunden. Hier ist wieder so eine Kugel. Ah, die ist jetzt locker hier drin, ne? Gehen wir mal rein. Komm her. Oh nein. Oh, schade, hätte ich vielleicht nochmal pimpeln können. Okay, wir haben ihr gut Schaden gemacht, Mia. Okay. Ist sie wieder geflüchtet? Mhm. Jagen wir die putzende Quella de Ville. Das ist geil, aber ich kann die auch nicht aussprechen. Ich glaube, die heißt. Oh, das ist sie. Komm her, du Olle. Let's go. Ich zeig dir, wo der Putzhammer liegt. Oh, sie hat den Koffer fallen lassen. Wir haben sie. Ehrlich? Ja, wir haben sie eingesaugt. Nice, ich wusste, dass wir die Besten sind. So.